Peace, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Fußballanalyse. Heute mal wieder eine Fußballanalyse. Wir haben das ja lange nicht mehr gemacht, also nicht wundern. Jetzt gerade spielt Gladbach gegen Wolfsburg und ich hoffe mal, dass es ein schönes Unentschieden wird. Ein 2-2 wäre natürlich schön oder ein 1-1. Was schreibt es jetzt mal schnell in die Kommentare, was denkt ihr, wird Gladbach gewinnen oder Wolfsburg? Wolfsburg macht ja ein W und für Gladbach ein G hin in die Kommentare. Dann haben wir um 20.30 Uhr noch die Spiele Freiburg gegen Hertha BSC. Ich sag einfach mal, Hertha, ich hoffe, du nimmst die Chance und gewinnst 2-1 heute mal. Und dann haben wir natürlich das wunderschönste Spiel heute, Bremen gegen Bayern. Und wenn Bayern gewinnt, dann sind sie sowieso Meister und das denke ich mal, wie sie werden mit einem 4-0 gewinnen. Und jeweils macht Lewandowski ein Tor, Müller ein Tor, Goretzka, Leon Goretzka und Joshua Kimmich ein Tor. Das sind Vorstellungen, aber manchmal passiert es auch. Mhm. Dann haben wir noch die Partie Union Berlin gegen Paderborn. Und das sage ich einmal, das wird ein Unentschieden auch. Ich sag mal einfach 1-1 und dann kommen wir zu den morgendlichen Spielen einfach auch. Ja, nochmal die Analyse. Da spielt Bayern 04 Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Köln, ich hoffe, ihr gewinnt mit einem 2-0. Starke Jungs, starke Männer, die die gut mähen können. Und dann haben wir RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf. Leipzig wird, denke ich mal, ganz gut gewinnen. 2-1. Augsburg-Hoffenheim 1-3 habe ich hier. Und dann haben wir noch die letzte Partie. BVB, also Borussia Dortmund und Mainz 05. Und da sage ich einfach mal auch ein 2-0. Okay, Leute, schreibt jetzt mal noch in die Kommentare, was meint ihr, wird Bayern heute schon deutscher Meister oder müssen sie noch ein paar zweite Spieltage oder so warten? Wir sehen's ja. Hab euch lieb, bleibt gesund, tschüss, eure Becky.